Wunderschönen guten Tag, Marek und Stück Oldenburg hier, der mit dem blauen Haken mittlerweile. Ja, wir gucken. Also, ich habe Bolognese gekocht, 130 Grad gestellt. Habe ich im vorigen Reelchen schon erwähnt. Ich habe hier oben altes Handtuch oben drauf. Das kocht nämlich richtig über. Dadurch den Wasserdampf wird der Deckel nämlich wird der Deckel abgedichtet durch das Handtuch ein bisschen. Deswegen kann man das ähnlich wie in einem Schnellkochtopf innerhalb von 30 Minuten, also bei 30 Minuten hat es gekocht, lasse ich erst noch ein bisschen kochen, bis die Nudeln fertig sind. Und gleich stelle ich die Temperatur runter. Wie gesagt, die Nudeln, das Nudelwasser koche ich im Wasserkocher immer vor. Und ja, dann gibt es halt abends lecker Bolognese mit gehackten, also mit Fleisch. Und das ist einfach prima. Mich nicht beschweren. Ja, man kann natürlich auch wirklich 4-5 Stunden kochen lassen oder köcheln lassen. Weil ich mache das hier in dem Topf. Es gibt viele Wege, die nach oben führen. Nudeln ein bisschen hier reinpacken. Ja, das ist auch alles hoch bei YouTube. Bei Marek Oldenburg. Gaming-Account habe ich auch für Gaming-Content, aber da kommt ein bisschen wenig letzter Zeit, glaube ich. Also das Pilzsammler HD. Nicht der Pilzsammler, der Pilzsammler ist ein Pilzsammler. Ein Pilzsammler HD, einfach bei YouTube eingeben. Bei Twitch heiße ich glaube ich auch so, der Pilzsammler 2K. Und wie gesagt, hier jetzt die Temperatur stelle ich runter, drücke ich einmal hier drauf. So, auf 80 Grad. Beruhigt das da oben sich ein bisschen. Und ich werde dann auch gleich zwei Gläser abfüllen, also auskochen. Auskochen, also befüllen. Auf den Kopf stellen, damit halt ich dann zwei Gläser im Kühlschrank habe. Ich hoffe jetzt nicht, dass das Stativ, das Plastik anfängt zu schmelzen bei der Hitze. Dazu nehmen wir ein Geschirrtuch, ein sauberes. Das alte Geschirrtuch. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das schmeiße ich einfach ins Waschbecken. Das wasche ich nachher aus. Und kommt einfach in die Waschmaschine, also hänge ich erstmal zum Trocknen auf. Heiß. Also zum Beispiel draußen über den Stuhl. Oder alte Waschlappen oder was, bevor ich die Waschmaschine stecke, dann heiß. Hänge ich die erst zum Trocknen auf. Aus, ein bisschen schleimig und so. Aber das ist gar nicht so schlimm. Also Deckel nehmen wir ab. Vorsichtig, ist ganz schön heiß, also bei 100 Grad oder 30 Grad gestellt ist. Die Reste kommen hier einfach wieder rein. So. Den Deckel schmeiße ich gleich in die Spülmaschine. Also ihr seht, wie der Deckel aussieht, bevor das eintrocknet. Gleich in die Waschbecken. Spülmaschine habe ich nämlich nicht, sondern nur ein kleines Waschbecken. Ich weiß, dass meine Nachbarn im Weißen Haus, die haben auf jeden Fall, die Spülmaschine habe ich letztens zufälligerweise gehört. Und dann die Geschirrung geklappert. Aber ich glaube, das ist ein Wunder, wie das bei Männern. Die Schnur sind, keine Ahnung, was ich hier. So, die Reste aus dem Deckel hier alles schön rein. Dann machen wir das Gerät hier. Also wie gesagt, könnt ihr euch auch genau angucken. Also das kocht da über, dann machen wir das hier einfach auf Pause. Machen den Deckel auf, den Deckel spüle ich einmal grob vorher und jetzt mit Wasser ab. Vorsichtig, es heißt nicht, dass man sich das Gesicht verbrennt.
So, den Deckel auskratzen. So, man sieht es auf jeden Fall, der Deckel ist wieder einigermaßen sauber. Da kommt natürlich nachher da wieder drauf. Und es dampft, und es dampft, und es dampft. Jawohl! Ja, wie gesagt, da fülle ich mir jetzt zwei Gläser ab. Die Spaghetti-Packung kommt hier unten in den Sack. Weil hier da jetzt hier drauf vorhang. Von der Vormieterin habe ich da einfach drinnen gelassen. Ein Glas, ein leeres Glas, eine Kelle, kommt da rein, kommt da rein, kommt da rein. Da kann ich mit Levi nämlich dann zwei Tage von essen. Der ist jetzt gerade 5, wird jetzt 6. Ich habe ihn auch verboten, nachts irgendjemand die Tür aufzumachen oder die Haustür aufzumachen. Das macht nämlich auch eigentlich nur. Das macht man einfach nicht, Kinder machen das nicht. Oder nicht nachts irgendwas. Weil er weiß darüber Bescheid. Den Deckel noch richtig zu. Stelle ich mir erstmal daneben, mache das zweite Glas hier. Umgekehrter Psychologie, also ich bin Marek Oldenburg, ja, Marek Machan, der Fleischermeister. Und Tino und Denise, die wohnen in Raststedt, haben vorher gewohnt, ich habe es vergessen, wo die wohnen. Die haben nämlich jetzt auch ein Kind gekriegt. Da wohnt Levi meistens auch die meiste Zeit. Also die Ferien ist er 2 Wochen bei mir. So, jetzt haben wir 2 Gläser eingekocht. Das besteht einmal ein bisschen sauber. Gleich auf den Kopf stellen. Und das auch, und das auch. Heiß. Wie gesagt, oh, das dampft ganz schön heiß hier drin. Wie gesagt, 2 Gläser habe ich auf den Kopf gestellt, kocht jetzt über Nacht ein. Stelle ich morgen im Kühlschrank. Ein Glas von meinem Sohn in der Liegegerät. 2. Glas mit Handtuch bitte, sonst verbrennt man sich die Finger. Das Fenster habe ich nämlich zugemacht, weil manchmal wundern sich die Nachbarn immer, was ich jetzt zu Hause treibe. Ja, Nudeln kochen. Bolognese-Soße ist fertig für die nächsten 2 Tage. Ja, perfekt. Machen wir das Gerät hier an der Seite einfach aus. Strom sparen, mache gleich den Deckel wieder drauf. Ja, das war es erstmal mit meinem Bolognese Teil 2 Video, wo ich eigentlich vegetarische Bolognese machen wollte. Ihr seht das, ist ganz schön spitzig hier drin. Nein, meistens ist das Fenster auf, das stört den Nachbarn auch nicht. Wie gesagt, 2 Gläser abgekocht. Und ja, Nudeln kochen, vielleicht gibt es Abendbrot. Die Vollmilch, richtig cool. Schönen Tag, schönen Abend. Bitte Haken da lassen, Follower da lassen, da würde ich mich über freuen, mein Sohn nämlich auch. Wie gesagt, Marek-Oldenburg ist Instagram, Facebook Jan Marek Machan, YouTube Marek Oldenburg oder Pilsamler HD. Bei Twitch bin ich auch zu finden, Marek, nee, schon kein Pilsamler, glaube ich, oder Pilsamler Türkei. Einfach mal googeln, vielleicht einen Haken da lassen. Oder einen Daumen, einen Kommentar, ja. Prima, wie gesagt, ich mache jetzt gleich das Fenster wieder auf. Das kann ich, wie man das sieht, das ist nämlich ganz schön. Auf alles voller Wasserdampf wieder, ne? Ja, Nudeln kochen. Mit Gabel eben umrühren oder mit dem Löffel.
Einen kleinen Trick noch, hat mir Denise Tochter Lilia gezeigt. Also, Trick 77 von Lilia. Also wenn er so überschäumt, einfach pusten. Vielen Dank an die Tochter von der Mutter von meinem Sohn, von Denise. Hammel heißt sie mittlerweile, nicht mehr Brunken. Gut, das war's, glaube ich, erstmal. Schönen Abend noch. Wir werden gleich in Bolognese essen. Jawohl. Mal andere Ansicht. Perfekt, ich freue mich richtig. Yum, 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 Nudel. Und Bolognese, Blanchinese. Bis denn, kann man oben da lassen. Gut, tschüss.